Ihr Lieben, ich sitze wieder in meinem Studierzimmer und habe euch heute ein ganz, ganz hochsensibles Thema mitgebracht. Pornografie. Ein sehr schwieriges Thema, darüber zu sprechen. Sehr, sehr sensibel, aber auch ganz, ganz wichtig, gerade deshalb, weil es viele betrifft. Ist zwar immer sehr, sehr schwierig, exakte Zahlen zu nennen, aber grundsätzlich sagt man so, in der westlichen Welt sind 50% aller Männer und 20% aller Frauen davon betroffen. Also müssen wir nur auf die Straße gehen oder in die Gemeinden mal gucken und da könnten wir dann einfach mal durchzählen und sagen, so 1, 2, 1, 2, alles klar, jeder zweite Mann ist davon betroffen, jede fünfte Frau ist davon betroffen. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund du dieses Video anschaust, ob du sagst, ich bin selbst davon betroffen, ich möchte davon unbedingt loskommen, oder ob du sagst, ich möchte einfach nur sensibel für dieses Thema werden, ich möchte gewappnet sein, wenn ich in der Zukunft zum Beispiel versucht werde, darin zu fallen. Die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, wie kann ich Gott in meinem Leben die Ehre geben, auch in diesem Bereich der Sexualität? Und dafür müssen wir erst einmal die Frage beantworten, warum ist Pornografie eigentlich Sünde? Also warum ist es eigentlich falsch? Ich meine, wir kennen das ja alle, Versuchungen. Versuchungen kennen wir in den verschiedensten Bereichen des Lebens, wenn es um das Liebegeld geht, wenn es um die Anerkennung geht oder eben auch hier in diesem Bereich der Sexualität. Jetzt ist es nicht so, dass direkt Versuchungen Sünde sind. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin in der Stadt, eine sexualisierte Werbung sehe, dann ist das nicht direkt Sünde. Jesus wurde zum Beispiel ja auch versucht. In Matthäus 4 wird uns davon berichtet. Da haben wir drei Versuchungen, die uns genannt werden, wo Jesus mit Dingen konfrontiert wird, Dinge dieser Welt, und besteht nicht sündig dabei. Das heißt, Versuchungen sind das eine, Sünde ist das andere. Die Sünde ist es erst dort, wo ich der Versuchung nachgehe, wo ich diese Versuchung über mich herrschen lasse. Und das eben auch bei der Pornografie. Jesus selber bricht das ja runter, wenn er in der Bergpredigt zum Beispiel davon spricht, was den Ehebruch betrifft. Da macht er das deutlich. Matthäus Kapitel 5. Da heißt es dann nämlich ab Vers 27: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Jesus sagt also ganz klar, das ist bereits Sünde. Sünde ist es beim Ehebruch erst nicht dort, wo du hingehst und wirklich mit jemandem schläfst, sondern allein dieses Anschauen ist bereits Sünde. Und das ist ja Pornografie. Ich schaue mir das andere Geschlecht an, mache mir entsprechende Gedanken, ich begehre das andere Geschlecht, das eben nicht meine Frau oder mein Mann eben ist. Und das ist wichtig, das vor Augen zu haben, bevor man an das Ganze herangeht, dieses Thema, wie kann ich frei davon werden, erstmal zu verstehen, es handelt sich ganz, ganz klar um Sünde. Da gibt es nichts zu diskutieren, da kann ich nicht sagen, ich mache da irgendwie Abstriche, ich definiere das ein bisschen anders, ich sage, ja, hier beginnt das und da hört das auf, sondern nein, dort, wo ich anfange, das andere Geschlecht zu begehren, ist es bereits Sünde. Wie kommen wir jetzt dahin, frei zu werden von Pornografie? Als erstes gilt es festzuhalten, es braucht eine Grundlage. Eine Grundlage, auf die ich aufbauen kann, um frei davon zu werden. Und diese Grundlage, die wurde geschaffen vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha. Die Grundlage. Paulus fasst das wunderbar zusammen in Römer 6, Vers 6. Da sagt er nämlich, da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das heißt, der erste Schritt, um von Pornografie loszukommen und davon frei zu werden, ist zu verstehen, zu glauben, zu wissen, der alte Mensch, der ist gestorben, der ist tot, der herrscht nicht mehr über mein Leben. Der ist vor 2000 Jahren faktisch in und mit Jesus Christus gekreuzigt worden. Er ist nicht mehr Herr meines Lebens. Jetzt ist Jesus der Herr meines Lebens. Er ist der, der herrscht mit seiner Kraft in mir. Also die Auferstehungskraft Jesu herrscht jetzt auch in mir. Er ist jetzt der Herr, er geht voran, er kontrolliert jetzt mich. Und das ist wichtig, das vor Augen zu haben. Wo wir versuchen, erstmal von dieser ganzen pornografischen Geschichte loszukommen, das ist nicht etwas, wo wir sagen können, ja, das mache ich so aus mir heraus, das geht dann schon irgendwie, sondern nein, ich brauche eine saubere Grundlage. Und die Grundlage ist das Kreuz, dass Jesus Christus für mich und meine Sünde, für meine Schuld gestorben ist. Ohne das geht es gar nicht. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter, ein paar Verse später. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit.
sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, die Grundlage, um von Pornografie freizukommen, ist das Kreuz auf Golgatha. Ohne das geht es nicht. Und dann kommt es zum nächsten Step. Ich muss also erstmal verstehen, da braucht es eine Grundlage, das ist das Kreuz. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich an das Ganze heran? Ich muss verstehen, es ist meine Verantwortung. Ich trage die Verantwortung. Deswegen sagt Paulus das ja. Wir sollen eben unsere Leiber nicht darstellen als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern Gott darstellen. Heißt, er fordert uns auf, ihr habt es im Griff, ihr habt es in der Hand. Die Grundlage, die ist da, die hat Jesus Christus geschaffen. Aber ihr steht in der Verantwortung, eure Leiber, euch selbst eben nicht der Sünde darzustellen. Das heißt, wenn du in Versuchung gerätst, dann gehst du hin, nimmst diesen Vers, Römer 16, Vers 13, und liest dir das vor. Dann hältst du dir das vor Augen, dann sagst du dir, okay, alles klar, nicht Werkzeuge der Ungerechtigkeit sein. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, seine Auferstehungskraft lebt in mir, ich habe eine Verantwortung. Ich gehe also jetzt nicht hin und lasse meine Augen abgleiten und sie Dinge anschauen, die ich nicht anschauen soll. Ich nehme jetzt nicht meine Hand und lasse sie auf Dinge scrollen oder die Tastatur bewegen, wo ich nicht hingucken soll, damit ich eben nicht falle. Ich trage die Verantwortung. Ja, da ist der Satan, da ist der Versucher, der uns in die Sünde drängt. Da ist das alte Fleisch in uns drin, das sündigen will, das Jesus Christus nicht gehorchen will. Aber, und das macht Paulus eben deutlich, du hast die Verantwortung. Es liegt in dir. Die Grundlage ist gelegt. Aber wir müssen jetzt aus der Kraft, die uns gegeben ist, eben dieser Sünde widerstehen. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess, der herausfordernd ist. Aber wenn wir diesen Prozess durchlaufen, wenn wir sagen, okay, ich stelle mich immer mehr Gott dar, immer mehr ihm zur Verfügung, dann werden wir, genauso wie Jesus das ja auch erlebte, erleben, wie der Satan dann loslässt. Er hat Jesus versucht, in der Wüste. Jesus hat bestanden. Und irgendwann hat er gesagt, alles klar, und jetzt gehe ich. Das heißt nicht, dass er nicht wiederkommt, aber da ist er weggegangen. Und das werden wir genauso erleben, dass die Versuchungen dann weniger werden. Und das ist wichtig. Aber ich habe die Verantwortung darüber. Es liegt an mir. Ich bin es ja, der sündigt. Es ist nicht der Satan, der für mich sündigt. Er versucht mich zwar, aber ich bin es, der sündigt aufgrund meiner Begierden, die ich habe. Es ist meine Verantwortung. Das zu begreifen, ganz, ganz entscheidend. Wir haben jetzt also eine saubere Grundlage. Das Kreuz Jesu Christi. Da wissen wir jetzt, okay, ich kann von der Sünde frei werden, ich kann von Pornografie auch befreit werden, weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist es, der mit seiner Auferstehungskraft in mir drin lebt. Und ich habe die Verantwortung, mich eben genau dem hinzugeben, nicht mehr als Werkzeug der Ungerechtigkeit zu funktionieren, sondern als Werkzeug der Gerechtigkeit für Jesus Christus. Ja, da ist der Versucher. Ja, da ist das Fleisch in mir, das immer wieder die Sünde begehrt, das immer wieder Dinge will, die Gott nicht die Ehre geben. Aber Jesus Christus ist da und ich entscheide, lasse ich Jesus Christus Herr sein oder lasse ich ihn nicht Herr sein. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt, einer ganz, ganz wichtigen Frage damit, weil ich glaube, die Antwort, die wir geben, entscheidet, ob wir eben standhaft sind, ob wir von Pornografie freikommen oder nicht. Und diese Frage lautet, was ist deine Motivation, was ist meine Motivation, davon überhaupt loszukommen, von der Sünde? Was ist deine Motivation, um von Pornografie loszukommen? Die Antworten, die können jetzt ganz unterschiedlich ausfallen. Der eine sagt vielleicht, ja, bei mir ist das so ein bisschen das schlechte Gewissen. Ich habe immer wieder ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich immer wieder schuldig. Oder ich habe das Gefühl, ich bin meinem Ehepartner untreu. Oder es geht mir um Anerkennung möglicherweise auch. Dadurch, dass andere das stolz auf mich sind, wie stark und wie tough ich eben bin, wenn ich gegen die Sünde ankämpfe. Ich glaube, die Motive können ganz unterschiedlich sein, warum wir loskommen wollen davon. Was sollte unser Hauptmotiv sein? Worum geht es? Das Hauptmotiv sollte das sein, worum es im Evangelium immer geht. Das macht Paulus so wunderbar deutlich, 1. Korinther Kapitel 10. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das Hauptmotiv, das wir also haben sollten, ist allein die Ehre Gottes, nichts anderes. Nicht irgendwie selbst gut dazustehen, stark zu sein und sich selbst auf die Schulter klopfen zu können. Mann, bin ich wieder ein toller Mann, ich habe das so richtig gut wieder hinbekommen bei dieser Sünde, die mich da eben angefochten hat. Nein, sondern es geht allein um die Ehre Gottes, dass er verherrlicht, dass er groß gemacht wird in meinem Leben. Das ist das Evangelium. Gott muss verherrlicht werden, er muss geehrt werden. Darum geht es. Das heißt, wenn ich konfrontiert werde mit der Sünde, wenn
ich sage, weiß, okay, da sehe ich Dinge, die würden Gott nicht die Ehre geben, dann halte ich mir das vor Augen, dieses Motiv. Ich will Gott Ehre mit dem, was ich mir anschaue. Ich will Gott die Ehre geben, indem wie ich andere Frauen anschaue, wie ich andere Männer anschaue, wie und wohin ich scrolle mit meinen Händen, wohin ich gehe, wohin ich mich bewege, was ich mache, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lasse. All diese Dinge, durch mein Fühlen, mein Denken, mein Handeln, überall will ich Gott damit die Ehre geben. Und das ist eben entscheidend, damit ich davon loskommen kann. Dieses Wie, die Motivation, das muss passen. Passt das nicht, haben wir eine Schräglage im Glauben, dann kämpfen wir aus eigener Kraft heraus, dann versuchen wir irgendwie selbst so notgedrungen die Dinge in den Griff zu bekommen. Das wird nicht funktionieren. Ja, wir brauchen die richtige Grundlage, wir brauchen das Wissen, ich habe eine Verantwortung dafür. Aber auch das Motiv, die Motivation, das muss ganz, ganz dringend passen. Deswegen 1. Korinther 10, das halte ich mir dann vor Augen. Ob ihr nun esst oder trinkt, alles, alles, alles tut zur Ehre Gottes. Selbst die kleinsten Dinge, selbst der kleinste Blick, selbst der kleinste Gedanke, alles zur Ehre Gottes zu tun. Und damit das jetzt gelingt, damit das funktioniert, da möchte ich dir jetzt zum Schluss nochmal einige Tipps mitgeben. Einige Tipps, um eben genau da standhaft zu werden und von Pornografie freizukommen. Und ein erstes, das ich dir gerne mitgeben möchte, ist, sei geduldig. Und das ist wichtig, am Anfang das vor Augen zu haben, zu wissen, es ist ein Prozess. In den wenigsten Fällen nimmt Gott das einfach weg und zack, morgen habe ich damit nicht mehr zu kämpfen, sondern es ist eine Versuchung, eine Herausforderung, die in meinem Leben da ist. Und es ist ein Prozess, diese kontrollieren zu lernen, davon wegzukommen, auf dieser Grundlage, die Gott uns bietet, darauf aufzubauen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum nimmt Gott das nicht einfach weg? Ich meine, wir wissen das alle, auf die Warum-Frage bekommen wir auf dieser Erde oft keine Antwort. Aber ich glaube, dass Gott uns ganz, ganz viel lehren möchte, in diesem Prozess davon wegzukommen. Dort, wo wir eben geduldig sein müssen, dass wir verstehen, ich bin abhängig von ihm, ich brauche seine Kraft, die in meinem Leben wirkt. Ich muss immer wieder, deswegen auch diese Motivation, auf Gott ausgerichtet sein. Ich muss ihn vor Augen haben, seine Ehre. Und das ist etwas, das lehrt er mich, während ich geduldig gegen diese Sünde ankämpfe. Aber deswegen sei geduldig. Hab Geduld, wenn du herausgefordert wirst, wenn der Versucher immer noch da ist, wenn du immer noch in der Wüste drin bist und der Versucher noch nicht das Weite gesucht hat. Sei geduldig, wissend, dass Jesus Christus mit seiner Kraft mit dabei ist. Ein zweites, das ich dir mitgeben möchte, ist, sei abhängig. Wovon? Von Jesus Christus. Denn er ist das Brot des Lebens. So bezeichnet er sich. Wir kennen das ja alle, diesen unstillbaren Durst, den wir im Leben haben, dass wir immer meinen, wir müssen durch irgendwie etwas Befriedigung erlangen, wir müssen uns irgendwie etwas geben in unserem Leben, damit es uns wirklich gut geht. Und das können jetzt die verschiedensten Bereiche sein. Ich sagte das vorhin ja schon, ob es das gute Geld ist, ob es das Hobby ist, die Anerkennung, was auch immer, oder eben die Sexualität. Wir brauchen ja immer etwas, um uns das Gefühl zu geben, okay, da ist eine Leere in mir drin, die muss gefüllt werden. Und da muss ich verstehen, sei abhängig. Du musst abhängig sein von Jesus Christus, denn er allein ist es, der meinen Durst, der meinen Hunger stillen kann. Und wenn ich das erlebe, wenn ich diese Abhängigkeit von ihm stillen lasse, und das tue ich dort, wo ich in seinem Wort zu Hause bin, wo ich mit ihm im Gespräch bin, im Gebet, wo ich also seine Gegenwart suche, da erlebe ich, wie nicht mehr das Fleisch eben über mein Leben triumphiert, sondern wie der Geist mein Leben bestimmt. Wandelt nach dem Geist. Galater Kapitel 5. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das kannst und das musst du ganz praktisch angehen. Wandelt im Geist, damit wir eben nicht mehr dieser Lust des Fleisches nachgehen. Heißt, wenn du morgen früh aufstehst, dann gehst du hin und gehst ins Gebet. Sagst Gott, du siehst meinen Tag und das ist jetzt unabhängig davon, wo deine Hauptzeit der stillen Zeit ist am Tag, wo du sagst, da nehme ich mir ganz besonders Zeit, um in Gottes Wort zu lesen, um zu beten. Jeden Morgen auf die Knie gehen, jeden Morgen ins Gebet gehen, ganz, ganz entscheidend. Ohne das geht es nicht. Wir brauchen direkt am Morgen diesen Fokus der Abhängigkeit. Ich bin vom Brot des Lebens abhängig, damit ich im Geist wandle. Deswegen, Herr, du siehst mich, du siehst diesen Tag, du siehst das, was heute kommen wird, wo ich herausgefordert sein werde. Du siehst, wie der Versucher da ist und wütet. Du siehst mein Fleisch und du siehst auch die Gefahr zu fallen. Und deswegen, ich bitte dich, bewahre mich davor, halte mich klar bei dir. Stell mir vor Augen, die Motivation ist es, an diesem Tag dir die Ehre zu geben. Und ich kann das aus deiner Kraft heraus. Und wenn du das dir vor Augen führst, dann wird das zu einem ganz, ganz großen Segen für dein Leben werden eben.
dann wird Gott dich segnen und deinen Tag deswegen ganz klar am Morgen direkt auf Jesus ausrichten, weil du von ihm abhängig bist. Ein weiterer Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, sei radikal. Ich hatte ja vorhin das Beispiel schon mit dem Ehebruch. Was sagt Jesus, wie sollen wir damit umgehen? Er sagt, hingehen, Hand abhauen, Auge ausreißen, radikal sein. Wir sollen das jetzt natürlich nicht wortwörtlich nehmen. Also, dass wir uns wirklich unsere Augen rausreißen, dass wir unsere Hände abhacken, unsere Füße alles zerstören, alles zerstümmeln. Das kann damit nicht gemeint sein. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, habe ich schon oft in meinen Predigten erwähnt, selbst wenn wir uns komplett zerstümmeln, wenn nichts mehr da ist sozusagen, nur unser Kopf, wären wir immer noch hervorragend in der Lage zu sündigen. Also wir würden es immer noch hinbekommen, dem pornografischen Inhalt nachzugehen und unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Das würde immer noch funktionieren. Aber die Radikalität wird trotzdem deutlich. Und das ist das, was Jesus deutlich machen will. Sei radikal. Und es geht trotzdem um dieses Amputieren. Also es ist ja einmal das Sinnbildliche, was nicht wortwörtlich gemeint ist, aber der Sinn dahinter, der passt sehr wohl. Dieses Amputieren. Du musst etwas amputieren. Du musst etwas abhauen aus deinem Leben. Du musst dich von Dingen trennen in deinem Leben. Ohne das geht es nicht. Wenn du nicht dich von dieser Sünde trennst, von Dingen, die dich immer wieder in die Versuchung bringen, dann wird das nicht funktionieren. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel aus dem Alten Testament im Buch Josua. Da ist das Volk Israel, das geht hin und soll Jericho platt machen, diese Stadt, hat einen triumphalen Sieg, alles super, alles wunderbar. Und dann gibt Gott eine Anweisung und sagt, ihr sollt aber nichts aus dem Verbannten mitnehmen. Also nichts, was irgendwie dort ihr erbeuten und erwirtschaften könntet, durch den Krieg, durch das, was ihr dort alles seht, nichts davon mitnehmen, es gehört nichts euch, alles schön dalassen. Dann geht es zum nächsten Krieg und den verlieren die auf einmal. Da werden die fortgejagt, da werden die getötet und Josua versteht das nicht, weil da geht er ins Gebet und sagt, Gott, du hast doch gesagt, wir sollen das jetzt machen, der nächste Krieg steht an. Warum hast du jetzt dein Wort nicht gehalten? Also warum jetzt diese große Niederlage? Und dann macht Gott das deutlich. Und dann sagt Gott ihm das, da ist einer bei euch, der Achan, der hat etwas von diesem Gebannten genommen. Der hat nicht das getan, was ich gesagt habe. Und dann sagt Gott ihm wortwörtlich, ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst von deinen Feinden nicht zu bestehen vermögen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und dieses Prinzip, das können wir jetzt auf unser Leben übertragen. Da können wir jetzt sagen, genauso muss ich auch mit den Dingen in meinem Leben umgehen. Ich brauche nicht meinen, irgendwie die Angriffe des Widersachers abwehren zu können, wenn ich Sünde in meinem Leben toleriere. Wenn ich die Dinge, die mich immer wieder dahin bringen, dass ich durch die Versuchung zu Fall komme, wenn ich sage, okay, das lasse ich in meinem Leben. Deswegen ganz praktisch, wenn du weißt, du hast da Schwierigkeiten, mit deinem Handy, mit deinem Laptop, mit deinem Smartphone umzugehen, setzt Blockaden auf entsprechende Seiten. Wenn du sagst, Instagram und Co., das führt mich immer wieder in Versuchung, damit fängt das Ganze an, hau das Ding raus. Ne? Du brauchst da nicht unterwegs sein. Da radikal zu sein, als würdest du es amputieren. Das hat Jesus keinen Spaß damit machen. Wenn es um Sünde geht, niemals damit spielen. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Nochmal, es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Und ich gebe Gott nicht Ehre, wenn ich so die Sünde auf die leichte Schulter nehme, wenn ich sage, ja, das kann ja mal passieren. Gott vergibt mir ja eh. Nein, du musst das vor Augen haben. Amputieren, raus damit, radikal. Wie Achan, ne? Da hinzugehen, dann, dass das muss, du darfst das nicht nehmen. Das muss erst rausgebracht werden aus dem Volk Israel, aus deinem Leben heraus. Dann kannst du bestehen. Vorher funktioniert es nicht. Das bringt uns zu einem vierten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, sei ehrlich. Und das ist jetzt auch wieder so einer der Dinge, die sind sehr, sehr schwierig. Sei ehrlich, inwiefern, indem du hingehst und diese Schwäche, diese Sünde anderen teilst, dass du sie bekennst. Das ist natürlich einmal wichtig vor Gott zu sagen, Gott, ich sündige gegen dich damit, wenn ich immer wieder mir entsprechende Dinge anschaue, wenn ich mir meine Gedanken mache. Aber darüber hinaus ist auch anderen zu teilen. Wir brauchen hier nicht irgendwie meinen, dass wir diesen Krieg da alleine kämpfen können, dass wir das alleine hinbekommen, indem ich nur mir da meine Vorsätze mache, sondern geh hin und teile das mit einem Bruder, mit einer Schwester, Leuten, die fit sind im Glauben, denen du eine gewisse Macht in deinem Leben zusprichst, wo du sagst, okay, ihr dürft mir in mein Leben reinsprechen. Komm
und kontrolliere mich bitte. Frag immer wieder nach, wie es bei mir in diesem Punkt aussieht. Damit wir uns selbst das vor Augen halten, aber auch anderen eben sagen, guck da bitte mit drauf, alleine packe ich das nicht. Deswegen sagt Jakobus das. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Der Satan selbst weiß, dass eine ganz, ganz große Heilung darin liegt, dass wir davon loskommen, wenn wir das einander bekennen. Und deswegen pflanzt er so Dinge in uns, so Gedanken in uns hinein, wie, ja, was sollten der andere von mir denken? Oh nein, da verliere ich mein Gesicht. Ihr Lieben, nochmal, es geht um die Ehre Gottes. Da müssen wir radikal sein, da müssen wir ganz klar sein und da müssen wir eben auch ehrlich sein anderen gegenüber. Und wenn wir dieses Motiv, deswegen habe ich das am Anfang genannt, vor Augen haben, es geht immer, immer, immer um die Ehre Gottes. Es geht nicht um mein Ansehen und das, wie ich dastehe, sondern es geht darum, dass Sünde nicht über mein Leben herrscht. Deswegen hingehen und es anderen bekennen, damit ich davon freikomme. Und das bringt uns zu einem letzten Punkt. Sei bereit, umzudenken, umzukehren. Paulus sagt den Korinthern gegenüber, es gibt eine von Gott gewirkte Traurigkeit über das eigene, das eben nicht läuft im Leben, über die Sünden im eigenen Leben. Und genau das brauchen wir, diese gottgegebene Traurigkeit, zu wissen, so wie es läuft, das, was ich tue, das ist nicht richtig. Und darum auch Gott immer wieder zu bitten, Gott schenkt mir, dass ich sensibel werde dafür, wo Sünde in meinem Leben ist, wo ich in der Gefahr laufe, mich auch selbst zu belügen, mir Dinge selbst schön zu reden. Und da dann ganz klar bei dir zu bleiben, mich ganz klar auf dich ausrichten zu lassen und nicht irgendwie mit den Dingen zu spielen. Sei bereit, umzudenken, Buße zu tun. Gott, gegen dich sündige ich damit. Und die Buße, das ist etwas, das ist ein Geschenk Gottes. Das können wir nicht aus uns selbst heraus tun. Und mit diesem Gedanken möchte ich gerne schließen, bei all dem zu wissen, wo ich gesagt habe, das ist die Grundlage, das Kreuz Jesu Christi. Ich bin es, der das vor Augen haben muss, dass ich eine Verantwortung in dem Ganzen habe. Die Motivation muss passen, aber am Ende muss und darf ich wissen, Gott selbst ist es, der in meinem Leben wirkt. Es ist seine Kraft, das Wirken seines Geistes. Und das wünsche ich dir, dass du bei all den Versuchungen und gerade wenn es eben die Pornografie betrifft, dass du das erlebst in deinem Leben, dass Gott selbst in deinem Leben wirkt, dass er immer wieder dich neu fokussiert auf das, worauf es ankommt, damit du in deinem Leben ihm die Ehre gibst. Und in diesem Sinne sei Gott anbefohlen.